Willkommen zu einem neuen Video. Wer kann hier schon erahnen, was heute passieren wird? Es wird magisch! Denn wir sind wieder Teil der Google Play On Kampagne. Das heißt, wir testen ein Spiel bei Google Play. Harry Potter! Um genau zu sein, es heißt Harry Potter Wizards Unite. Und ich bin super aufgeregt, denn dieses Spiel spielt man halb am Handy und halb im Real Life. Ihr werdet es gleich sehen. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir machen werden. Wir werden Essen und Rezepte aus der Harry Potter Welt probieren, testen, kochen, backen, ausprobieren und unsere Meinung sagen. Ihr könnt schon mal jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre natürlich super, super lieb. Ich freue mich am allermeisten und habe auch am allermeisten Angst vor Butterbier. Oh ja, wir werden es ausprobieren. Hier zu Hause, in Vickys Küche. Es wird umgebaut in eine Brauerei. Eine Butterbierbrauerei. Butterbier ist übrigens ohne Alkohol. Das ist Malzbier oder so. Ich hole schnell was. Während Vicky das Spiel runterlädt, können wir nämlich schon Süßigkeiten testen. Nacktschnecken. Und ein Chocolate Frog. Beans, weil da kommt ja dann so... da sind auch eklige dabei. Da ist Wurst, faules Ei, erbrochenes, Seife, Gras, Dreck, Zimt, Nasenpopel. Es wird spannend. Hogwarts, ich komme. Nimm rosa, da kann nichts passieren. Dann nehme ich das hier, das ist bestimmt Zahnpasta oder so. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Meinst lecker. Fruchtig. Was hast du? Seife? Ja, du hast Seife. Und ich habe Zuckerwatte. Hallo, ich bin Harry Potter. Danke, dass du dich freiwillig gemeldet hast, dem Ministerium dabei zu helfen, das Desaster einzudämmen. Wir müssen sie alle zurückbringen. Hagrid steht hier bei uns im Raum. Ach stimmt, das ist ja echt hier bei uns. Hagi, hi! Gefahrenstufe niedrig. Hagrid, ich rette dich. Großartig! Ich kann einfach besser zaubern als du. Er ist frei. Ihr seid übrigens auch im Bild. Die muss ich alle finden. Das ist wie sammeln. Nacktschnecken. Ich nehme grün. Dann nehme ich hier orange. Ding, ding, ding. Ich habe noch nie eine Nacktschnecke gegessen. Nacktschnecken schmecken erstaunlich gut. Soll mir auch eine Spezialität sein. Das ist wohl das Leckerste. Ein Frosch. Oh, die Sammelkarte. Wen haben wir? Ravenclaw. Du kannst den Po essen, ich esse den Kopf. Mann, lecker. Hat der Frosch Warzen? Nein, das sind Crispies. Ja, ja. Froschhaut ist das. Das schmeckt am besten. Jetzt muss ich mich registrieren. Du musst den zauberhaften Namen aussuchen. Victoria? Zauberhaft. Victoria. Mir fällt nichts ein, ich stehe voll unter Druck. Jewel. Okay, weiter. Spitzname. Choo-Choo. Oder Vicky. Choo-Choo, Choo-Choo, Choo-Choo. Ich bin Choo-Choo, Vicky. Endlich. Ein Ministeriumsausweis. Der enthält wichtige Informationen. Victoria Jewel. Wähle ein Haus, wähle einen Beruf. Wow, das ist so aufregend. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, um zu erraten, was aus diesen Zutaten gleich entstehen wird. Biergläser. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, es wird gut. Das Wichtigste ist wohl Malzbier. Das ist völlig ohne Alkohol. Es heißt nur Bier. Keine Ahnung. Sekunde. Als erstes Milch. Sahne. Ein Teelöffel Kakao. Wir bräuchten hier so einen Hexenkessel. Das ist doch ein kleiner Hexenkessel. Das ist jetzt alles nach Gefühl. Ich mag es gern süß. Zimt. Oh nein, mach bitte nicht zu viel Zimt. Riecht schon mal lecker. Und jetzt muss das Ganze einmal aufkochen. Ich habe hier die ehrenvolle Aufgabe. Und dazu kommt jetzt das Malzbier. Leute, das stinkt ein bisschen. Es sieht auch super eklig aus. Mann, bei mir mixt der Mixer von ganz alleine, weil ich kann zaubern. Mix, mix. Frisches Butterbier. Hä, da ist ja gar keine Butter drin. Habe ich jetzt erst gemerkt. Und noch ein Schuss Sahne drauf. Cheers. Hä, das ist ja lecker. Das ist wirklich lecker. Das hat so ein bisschen Kohlensäure, das prickelt. Das schmeckt super verrückt.
Aber es schmeckt nicht eklig. Wuhu, ich bin total erleichtert. Ich muss noch bei meinem Ministeriumsausweis weitermachen. Ich muss jetzt ein Haus auswählen. Was nimmst du? Ich bin langweilig. Ich nehme Gryffindor. Und das Wichtigste, ein Foto für meinen Ausweis. Hier, nimm das Butterbier in die Hand. Ich will ein Hexenhut. Und zwei Brillen sind besser als eine. Keine Brille. Oh, das Butterbier verwirrt ihn. Das sieht so cool aus. Oh, ich kann auch verzauberte Rahmen dran machen. Das sieht süß aus. Ein sehr seriöses Ausweisbild. Ob es auch als Passbild durchgehen würde. Jetzt haben wir noch was super, super Cooles für euch. Denn wir haben eine kleine Competition, einen kleinen Wettbewerb, bei dem ihr alle mitmachen könnt. Es geht darum, dass jeder von euch eine richtig coole Ministry-ID-Card erstellt mit einem möglichst kreativen Foto. Es wird drei Gewinner geben und ihr könnt richtig coole Harry Potter-Pakete gewinnen. Und wir werden die kreativsten Bilder in einem unserer nächsten Videos zeigen. Ich bin super gespannt auf eure Bilder. Ihr seid immer so, so kreativ und ich glaube, das wird gut. Für dieses Mini-DIY braucht ihr Ferrero Rocher, einen Bleistift, Zahnstocher und weißes Papier. Und eine Schere. Eine Schere auch noch. Wir bereiten jetzt schon mal die Ferrero Rochers vor, indem wir den Sticker hier abziehen und es aus diesem kleinen Papierförmchen? Mini-Muffin-Förmchen. Rausnehmen. Und seht mal, das sieht doch schon verdächtig nach einem Schnaps aus, oder? Oh, das riecht doch schon verdächtig nach Schokolade. Jeder Schnatz braucht natürlich Flügel und dazu haben wir jetzt schon mal einen ausgeschnitten und pausen das jetzt immer weiter ab, damit die Flügel auch alle gleich aussehen. Und das Papier haben wir übrigens doppelt genommen. Die Flügelchen sind bereit und da kommt jetzt ein Zahnstocher in die Mitte rein. Festkleben mit normalem Klebeband und der Flügel ist schon fast fertig. Und damit es auch wirklich nach Flügeln aussieht, schneiden wir jetzt so kleine Schnitte rein, wie Federn. Das große Finale! Die Flügel kommen jetzt in die Schokolade. Einfach reinstecken. Fertig ist der erste Schnatz! Das sieht so cool aus! Das ist auch so ein perfektes Wichtelgeschenk oder für den Adventskalender oder als Deko. Pfiou, 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 pfiou. Ich habe hier schon meinen Zauberstab bereit, denn jetzt werden Harrys Lieblingskekse gebacken. Ihr braucht 2 Teelöffel Kakao, 60 Gramm Zucker und 50 Gramm geriebene Nüsse, 100 Gramm Kochschokolade, 100 Gramm Mehl, 1/2 Löffel Backpulver, 60 Gramm Butter und ein Ei. Als erstes kommen Butter, Zucker und das Ei zusammen in eine große Schüssel. Das muss dann erstmal gut vermischt werden. Und ich muss hier wieder die schwerste Arbeit machen. Vicky lässt die Maschine arbeiten und bei mir ist das reine Muskelarbeit. Das dauert noch ewig. Tada! Ist ja doch ein bisschen was rausgekommen. Und hier drin vermischen wir jetzt alle übrigen Zutaten. Mehl mit den Nüssen. Oh ne, ich hoffe, das geht sich in der Schale aus. Kakao. Nochmal Kakao. Das hier ist Backpulver. Und die mühsam geriebene Schokolade. Mit viel Liebe. Und einer Prise Magie. Ha, genau. Nach und nach kommt jetzt etwas von der Mischung zu dem anderen Teil des Teigs dazu. Währenddessen immer fleißig weiterrühren. Löffeln und weiterrühren, löffeln und weiterrühren. Während Vicky jetzt noch ein bisschen löffelt, mache ich jetzt auch endlich meine Ministry-ID-Card. Was ist mein Name? Ich brauche auch einen coolen Namen. Super Serena. Sarina Spark. Ja, das ist mein Name. Oh, jetzt kommt das lustigste Foto. Ich kann Harrys Name auf mein Haar machen. Weil ich möchte auch den Hut. Das steht mir aber gut. Eine Torte mit dem Baum. Ich will mit dem Weihnachtsbaum. Tschüss. Fertig. Oh, wie süß. Das sieht so weihnachtlich aus. Oh, ich habe jetzt hier den Slytherin-Schal um. Eine Schande. Für Tapferkeit, Mut und Ritterlichkeit. Bestätigen. Der Schal ist nur Weihnachtsedition. Sonst trägst du einen roten. Zuerst das Allerwichtigste. Teigkostprobe. Sehr lecker. Jetzt kommt der spaßige Teil.
dass Kekse formen. Ich mache einfach kleine Häufchen. Hast du eine bessere Idee? Vielleicht eher Kügelchen mit den Fingern? Es steht im Rezept mit 2 kleinen Löffeln. Ich befolge das Rezept. Okay, ich mache Kügelchen. Du hast recht. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out. Ich habe schon ein magisches Wesen gefunden. Oh, das ist schon knifflig. Und jetzt muss ich ihn zurückholen. Hast du ihn? Brauchbar. Ich war nicht so gut. Und ding, ding. Sind die Kekse schon fertig? Ein bisschen noch. Schon wieder nur brauchbar. Magie konnte widerstehen. Ich krieg's nicht hin. Ich unterstütze dich. Dit, dit. Jetzt war gut? Wieso klappt das denn nicht? Hä? Ich mach das gerade zum hundertsten Mal. Der ist stark. Der ist wirklich stark. Jetzt aber. Hier. Großartig. Jetzt steht großartig. Ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt. Wieso klappt das denn nicht? Jetzt. Endlich. Das hat jetzt aber lang gedauert, Leute. Die Spannung steigt. Oh. Die sehen richtig gut aus. Aber die sind gar nicht viel größer geworden. Lecker. Cookies. Kekse sind fertig. Die duften so, so gut. Kein Wunder, dass das die Lieblingskekse von Harry sind. Mal sehen, ob es auch unsere Lieblingskekse werden. Sie schmecken ein bisschen verkokelt. Das ist aber deine Schuld. Ich finde sie lecker. Ich finde sie auch lecker. Schoko, 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 Schoko. Harry und ich haben schon mal den gleichen Geschmack. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Lasst uns super gerne einen Daumen nach oben da. Wir spielen gleich noch ein bisschen weiter. Und wir freuen uns so, so sehr auf alle eure kreativen Bilder. Bald folgt das Video mit der Auflösung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.